So, ihr kleinen Räume, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Wir sind jetzt hier in diesem komischen Gebäudekomplex drin, wo wir beim letzten Mal hier vorne in diesem Park waren. Wo wir mit dem Fahrstuhl gefahren sind und sie dann irgend so einen Spalt geöffnet hat. Und naja, wir sind jetzt also hier irgendwo drin, wo ich noch nicht weiß genau wo. Also wir gucken uns erstmal hier um. Hier haben wir nochmal Gedöns, brauchen wir nicht. Wir können den Schrotflinte auf jeden brauchen wir nicht. Also ich habe ja hier das Maschinengewehr und die geile Dings da. So, da habe ich Tugung aktiviert, ne, dann machen wir mal. Aha. Prophetie, ein Ebenschweben dort im Dunst, von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Ah ja. Muss ja und so. Okay. Was hast du hier? Was hast du denn hier? Hallo? Was ist denn da? Das ist gar nichts. Mensch! Was guckst du mal an, wenn dir nichts ist? Oh, Salz! Das nehme ich doch gerne mal mit. Moment, Moment, Moment. Ah, so. So, ich muss auch erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Oh, ist wieder eine Darbietung. Gegen wilde Horden, fremdes Heer, nimmt Vater Comstock sein Gewehr und stürzt sich mitten in die Schlacht zu schützen Columbia vor Feindesmacht. Aha. Huch, falsche Taste. So, Silberigel, den wir doch gerne mit. Hier ist eine Statue umgefallen, das ist ja nicht hier, so schön, wa? Für die Kasse. Oh ja, damit. Okay, hier. Dankeschön. Gut. Gut. Finde ich auch gut. Oh, hier geht eine Tür auf. Huch. Beim. Warte mal, wie wird das? Beim Pissen gemeuchelt. Na 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 na. Beim Pissen gemeuchelt. Huch! Da ist noch einer. Tja. Naja. Haben wir deswegen auch mal gemacht. Wir müssen ja alles mitnehmen hier. Ansonsten ist hier aber nichts weiter, ne? Mal Spengen nutzen, ja. Gut, dann können wir wieder gehen. Was haben wir da? Ah, Lockpick. Na, gib her. Na, gib her. Na, gib her. Jetzt aber. So, ja. Dann wollen wir mal gucken, wo es hier denn so weitergeht, ne? Oh, was ist das denn? Da leuchtet was. Moment, Moment. Ich will mich aber erstmal in diese Tür umgucken. Knack mal das Schloss. Kriegst du das geknackt? Na klar. Na klar. Na, mach mal. Bitte. Wunderbar. Vielen Dank. So. Was? Das hab ich jetzt gar nicht. Huch. Hä? Was geht? Hä? Achso, ist ja diese eine. Nee, hä? Warum war ich jetzt auf einmal so übel schnell? Hab ich was verpasst? Ist immer irgendwo was drin? Toll. Doch, da. Maschinengewehr. Ein Voxelfon. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Die Ausrüstung, was habe ich denn? Neue Stiefel, töten um zu leben. Nahkampfexekutionen haben eine 5%ige Chance, Gesundheit zu verleihen. Nur klar. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Der mag also Comstock auch nicht. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Bis jetzt, ja, denn wir sind jetzt die brutale Fratze, die ihm begegnet. Klingt ja super. Nee, wir finden uns fehlt jetzt hier dummerweise so ein Lockpick. Dann könnte man nämlich noch so ein Tresor öffnen. Also beziehungsweise, wir haben noch gar keinen geöffnet, aber ich würde gerne mal einen öffnen. So, was haben wir hier? Bockender Bronco. What? Ach, ist ein Getränk. Na, dann haust du rein, Mann. Oh yeah, was haben wir denn jetzt bekommen? Ein Pferd? Huch. Wow, 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 meine Hände. Ui. Was kann das jetzt? Bocking Bronco. To launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Also man kann nicht fein in die Luft heben, ist ja cool. Drücke LB und schieße gegen die Luft, halte LB, okay. Hörchen. Ja, mal gucken, können wir gleich mal ausprobieren. Denke ich. Aber erstmal gucken wir uns hier um, ob wir nicht irgendwo was finden. Nope. Ah, Mann. Naja, die machen wir alle. Steuerung. Ich zweifle langsam, dass das eine gute Idee war. Gut, dann mal.
Ist ja gut. In Panik. Wartet. Wo ist er denn? Da oben war doch einer. Wo ist er hin? Das reicht jetzt endgültig. Mist. Mist, ich treffe den davon nicht. Boah. Hat da oben. Nein. Stech ihm die Augen aus. Nein, stech ihm nicht die Augen aus. Das wäre fies. Das macht man nicht. Boah, direkt vor mir. Huch. Warte ganz kurz. Ich muss jetzt nachladen. Zack. Oh. Oh. Jetzt ist aber... Fuck, ey, dich treffen nicht. Jetzt habe ich ihn. Da, habe ich den gekillt davon? Nee. Großwildjäger. Da. Einen Fuß. Da, eine Krähe, Booker. Was sind's euch? Ah. Hä? Was für ein Ding? Ach so, ein Ding. Wartet. Boah. Aua. Wie hat man die nochmal bekämpft? Ratatatata. Was? Der ist immer noch nicht tot. Das war gut hier. So, Freundchen. Eine Krähe. Den sind wir doch schon mal begegnet, diesen Schweinchen. Nachdenke. Diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Mhm. Ja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ja, ich kann so. Ihn nicht einfach machen. Na, wieso nicht? Lern's. Ja, dann, also echt. Warum kann ich das hier? Wow, was? Hä, was? Hä, wo? Wie? Was? Wo? Scheiß Ding. Huiuiui. Oh, cool. Munition. Munition. Das nehme ich. Oh, jetzt dürfen wir erstmal die Leichen suchen. Finde ich gut. Was haben wir? Geld? Ne, kein Geld. Toll. Ich habe Geld. Sag mal, gib mir mal irgendwann Geld hier. Das ist ja unerhört. Oh, vielleicht ist hier viel Geld drin. Hui, ein Museum. Oder sowas. Ah, ein Kinetoskop. Huch, falsch Taste. Das Wort des Propheten präsentiert. Wer ist die Vox Populi? Unzufrieden, die unsere Lebensart hassen. Hm. Die wollen, was euch gehört. Ohne Arbeit oder Herkunft. Diese Schweinchen. Kommt zur Fliegeeinheit. Verteilt in Columbia. Ende. Hm. Okay. Man merkt schon, die sind ja echt nicht so beliebt. Oh, noch mehr Salz. Da. Hm? Mein Turm. Was ist ein Ding? War morgen essen. Nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen. Was ist das? Oder? Registrierkasse durchsuchen. Oh. Ah, warum haben die nur 7 Dollar in ihrer verdammten Kasse? Das sind die Arme. Es lohnt sich echt überhaupt nicht, hier irgendwo was zu klauen. Echt schlimm. Hey, Free Sample. Von? Riot Sprite Confections. Achso. Super. 2 Lockpicks. Das wird sich auch nicht lohnen. Mach mal auf. Das kriege ich hin. So viel zum Tresor, den wir öffnen wollten. Naja. Ich frage mich, wo man die so in diesen Mengen finden soll. Das ist halt mal interessant. Oder Banane. Ohne Kasse, Witz. Ach, oh. Oh. Ah, Lockpick. Da, ein Lockpick. Ich nehme mit. Den könnten wir mal brauchen. Jupp. Jetzt haben wir schon wieder 2 Stück. Und, was haben wir hier? Geld. Und das? Hut, Schubkontrolle. Verbessert Schub- und Bremskontrolle an Skylines. Nur, das nehme ich doch gern. Wie kann ich das? Ich würde ganz gerne mal wissen, wie ich das ausrüsten kann. Also, wo ich entscheiden kann, was ich haben will und was nicht. Aber gut, wenn ich das nicht kann, dann kann ich es halt nicht. Was hast du denn da? Kein Geld? Kein Geld. Da heißt noch irgendwas. Kaffee trinken. So, aufmachen. Da war ja der ganze Kram. Hier ist noch ein Laden. Kaufautomat. Magazinvergrößerung. Ach, genau. Kommen wir nochmal ein bisschen... Oh, warte mal. Schadensbooster, Präzisionsgewehr um 25%. Panzerfaust. So, das habe ich noch nicht gefunden. Präzisionsboost. Wenn ich die Steuerung des Maschinenwesens um 50%. Ja, klar. Na klar. Nehmen wir das... Schadensboost-Pistole, Schadensboost-Präzisionsgewehr. Natürlich. Schadensboost. Hä? Oh. Ach, das ist Karabiner und Präzisionsgewehr ist was anderes. Boah. Naja. Ach, kaufen wir es auch noch. Ich habe jetzt eh keine Kohle mehr. Scheiß doch drauf. Jetzt haben wir... Sind wir wieder arm. Hier, gut aufheben. Hm? Oh. Gib her. Vielen Dank.
stehen da. Boah, was haben die gefunden? Heilige Scheiße, die hat über 100 Dollar gegeben. Ha, nett. Huch, da hat's gerade übel geruckelt. So. Was haben wir hier? Komm schon wieder raus. Ja, das wusste ich. Eine Kanone. Kann ich nicht einfach mitnehmen? Eine Pistole. Nee, die lassen wir da liegen. Die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ach, die ganzen Mülleimer sind schon durchsucht worden. Das geht ja gar nicht. Och, ne, steht in der Tasche. Sind die alle arm hier, so wie ich? Gefällt mir gar nicht. Oh, was haben wir hier noch? Ja, nüscht. Ein paar Dingers. Kann man wenigstens zocken? Im Spiel zocken? Aha, Müsli. Nee, alles kaputt. Was ist da? Ah, oh, Geld. Oh. Missions. Voxel. Gib mir. Gott erschafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf. Juan. Durch die Gesandtschaften in Peking. Und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slate mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Wer ist das? Keine Ahnung. Den Burschen kenne ich. Was? Slate? Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Gesundheitskit brauche ich gerade alles nicht. Munition für Karabiner. So, der Tät mal voll. Moment. Kaufen wir auch noch. Gut. Hätten wir. Puppenladen, na klasse. Da freue ich mich ja. Also ist dazu, okay. Das Fellow Traveler. Oh. Sieht aus wie eine Bar, die irgendwie kaputt ist. Oh, Alkohol. Scheiße, stimmt, das war ja was. Das Schrotflinte. Oh, halt die Klappe. Interessiert niemanden. So, den Salzzeugs nehmen wir mit. Boah, er hat schon über die Kasse geplündert. Was? Da. Was? Was ist denn da? Ja, da ist jemand tot, ne? Und hat 27 Geld dabei. Finde ich gut. Sonst so irgendwas. Yo, Hermit. Danke, Schatz. Naja, diesmal nicht so viel, aber das Voxelfoto nehmen wir natürlich mit. Sergeant Lender. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Schrecklich. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Unter den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie straight, ja? Sir! Die Waffen weg! Aua. Es ging schon ganz schön das Geballer ab hier. Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Was ist das? Da ist irgendeine Karte. Da ist irgendwas an dem. Aha, am Kanonenrohr. Da, eine Schiffe. Ja, ja. Eine Geheimbotschaft. Richtig, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Toll. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Codebuch. Elisabeth kann Chiffren entschlüsseln. Das geheime Vox Populi kann man verbergen. Findet die Chiffre oder das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. Aha, wo soll ich das bitte? Das Buch finden? Hey, Vorsicht. Dieses Buch da finden. Codebuch. Du hast jetzt kein Codebuch, ne? Da ist auch nichts drin. Ah, toll. Ah, an der Kanone. Ach ja, sicher. Ich dachte, da wäre der Schatz versteckt, deswegen. Okay, an der Kanone ist also das Codebuch. Moment, das holen wir uns. Wir nehmen ja jeden Scheiß hier mit, den man finden kann. Ach, hier gibt's Tickets. Aha. Hab ich bemerkt. Ich habe da nur die Schätze gefunden. Ah, natürlich, jetzt ist es mal da. Ich hab hier was. Jo. Das hier ist das Code. Lass uns zurückgehen. Ich will wissen, was das für ein Schatz versteckt ist. Hoffentlich ist da viel Geld drin. Oder Lockpicks. Zwei Stück kann ich mir noch gebrauchen. Damit wir diesen verdammten Tresor noch öffnen können. So, Moment. Moment. Ich bin gleich da. Ah, renn. Spannend. So, entziffer's. Mach mal einen Trick. Komm her. Beilung. So, mach was. Hey. Und? Scheint nicht schwer. Ja, dann entziffer's mal. Hut ab für die Vox. Aha. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Ja, das war's wohl, oder wie? Wie jetzt? Hut ab für die Vox. Das ist ja sehr spannend. Unglaublich. Dachte, ich krieg einen Schatz. Toll. Suchst du mir jetzt irgendwas, oder wie? Wow. Hut ab für die Vox. Wo gehst du hin? Hä? Der Gondelverkehr zur Hall of Heroes wurde eingestellt.
Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slade. Ja.